Willkommen bei Burger King. McDonald's war ja schon schwierig und KFC ging noch so, aber jetzt kommt die Königsklasse und zwar Burger King. Warum ist das so? Burger King hat keinen Standardburger. Bei Burger King erstellt man sich seinen eigenen Burger. Und das ist die Schwierigkeit an dem Ganzen. Denn ich brauche dafür viel mehr Zutaten und Verpackungen als bei McDonald's oder bei KFC. Zum Beispiel Bacon. Wenn man möchte, kann man sich den Bacon dazu bestellen. Außerdem gibt es ganz, ganz verschiedene Fleischpatties. Einmal die großen, die kleinen, einmal für die Crispy Chicken und die vegetarischen. Hier ganz viele verschiedene Packungen für die unterschiedlichen Burger. Hier ganz, ganz verschiedene Burgerbrötchen. Einmal die großen, die kleinen. Dann haben wir hier noch das normale Zwiebeln, Tomate, Salat und Gurken. Cola Fanta Sprite, na klar. Wir müssen auch immer dazugehören. Dann haben wir hier noch so große Tüten. Und im Ofen haben wir hier Pommes. Und die sind besonders lecker bei Burger King. Und hier oben Onion Rings, Chili Cheese Nuggets, vegetarische Hähnchen Nuggets und natürlich Chicken Wings. Rein damit und so. Und los geht's. Salat und Tomaten habe ich schon geschnitten, weil ich jetzt den Bacon vorbereiten muss. Hier habe ich schon Öl drin. So. Solange es brät, kann ich euch ja schon mal zeigen, was ich alles habe. Eigentlich habe ich hier alles, aber wichtig zu wissen ist, dass ich hier den Whopper habe, den Chili Cheeseburger, die Chicken Wings, der Cheeseburger, vegetarische Nuggets, Onion Rings und Chili Cheese Nuggets. Außerdem haben wir auch noch den Crispy Chicken und ganz neu den Rebel Whopper. Alles hier bei meinem Burger King hier zu Hause. Oh, Bacon Bread. Und der Bacon ist richtig schön knusprig geworden. Fertig. Jetzt tausche ich die Pfanne. Da kommen ja gleich die Burger Patties rein. Die müssen auch schön heiß werden. Eigentlich ist mein Burger King damit eröffnet. Wer hat Hunger bei meinem Burger King zu essen? Ich! Super, die ganze Horde kommt. Willkommen bei Burger King. Ihre Bestellung bitte. Ich hätte gern ein King Meal. Gerne. Okay, was möchtest du da drin haben? Da drin gibt es einen Cheeseburger oder Nuggets oder Chicken Wings. Dann nehme ich die Hähnchen Nuggets. Okay. Und welches Getränk möchtest du dazu haben? Diesen Saft hier. Okay. Und welches Spielzeug möchtest du? Das hier. Okay. Und jedes Spielzeug. Und jetzt kommen die Pommes und die Nuggets. Für das King Meal gibt es natürlich nur eine kleine Pommes. So. Die kleinen Pommes sind jetzt schon mal fertig. Und jetzt kommen die Nuggets. Eins. Zwei. Drei. Welche Soße möchten Sie? Welche haben Sie denn? Wir haben Currysoße, wir haben Sweet Chili und wir haben Barbecue-Soße. Oh, dann nehme ich wieder Currysoße. Okay. So. Guten Appetit. Danke. Oh, ich kenne Sie doch. Sie wollen bestimmt wieder einen Cheeseburger. Mhm. Mit Ketchup, aber hier gibt es keinen Ketchup. Doch, natürlich haben wir Ketchup. Wollen Sie ein King Meal? Ja, gerne. So, mal Hand weg. So, welches Getränk möchten Sie denn? Dieses. Okay. Erdbeere. Dann kommt natürlich jetzt ein Cheeseburger. So, einmal einen kleinen Patty. Jetzt kommt das kleine Brötchen drauf und jetzt noch eine kleine Pommes.
Ich muss mich beeilen, sonst brennt der Patty an. So. So. Hier sind Ihre Pommes. Danke. So. So, jetzt Patty umdrehen. Und Käse drauf. Und ich möchte noch das hier. Okay. Hier, das schöne Pferd, das hat sie sich ausgesucht. So, der Patty ist jetzt fertig. Einmal. Aber auch Brötchen. Elisa, möchtest du Zwiebeln haben? Nein. Okay. Und ich möchte auch keine Tomaten. Dann kommt da ja nur Ketchup drauf, oder? Mhm. Okay. So. Und fertig. Guck mal, super lecker. Hier ist Ihr Burger. Danke. So, warten Sie. Ich muss noch ganz kurz. Das sieht lecker aus. So. Hier ist Ihr Menü. Passen Sie auf, ich drehe es einmal ganz hoch. So. Schaffen Sie das? Ja. Wow, diesmal schmeckt es aber besonders gut. Oh, ich sehe schon wieder unser großer Kunde. Hallo Johann, was möchten Sie? Hier haben wir einmal einen Whopper. Oh. Ein Chili Cheeseburger. Mhm. Die Chicken Wings. Mhm. Einen Cheeseburger. Die Chicken Nuggets. Die Onion Rings. Und die Chili Cheese Nuggets. Und natürlich den ganz neuen fleischfreien Whopper. Oh. Was wollen Sie haben? Da kann ich mich ja gar nicht entscheiden. Also ich liebe es ja, bei Burger King zu bestellen. Und eigentlich bestelle ich immer dasselbe. Ich hätte gerne einmal ein Crispy Chicken. Haben Sie okay. den? Okay, ja, na klar. Dann hätte ich gerne die Chili Cheese Nuggets. Ja. Die sind super lecker. Dann hätte ich gerne die Hähnchen. Mhm. Ich hätte gerne die Onion Rings. Ja. Dann hätte ich gerne Pommes. Okay. Ja, ich glaube, das war's. Okay, kommt sofort. Haben Sie mich ausgelacht? Nein. Warum haben Sie denn gelacht? Weil Sie unser größter Kunde sind. Ich esse nun mal gerne. So. Als erstes wollten Sie ja ein Crispy Chicken. Genau, das ist mein Lieblingsburger. So. Mit Käse oder ohne Käse? Unbedingt mit Käse. Der schmeckt mit Käse am besten. Okay. Jetzt kommen die Onion Rings. 6 Stück. Hier sind Ihre Onion Rings. Dankeschön. Bitte. Jetzt kommen die Chicken Wings. Wieder 6. 1, 2, 6. Hier sind Ihre Chicken Wings. Dankeschön. Und jetzt kommen Ihre Chili Cheese Nuggets. 4. 6. So. Wollen Sie mich einpacken? Ich habe Hunger. Ich fange schon mal an. Okay. Aus hygienischen Gründen muss ich das leider einpacken. Ah, okay, ist zu spät. Die sind perfekt, der Käse schmilzt, ich liebe es. Wollen Sie ein Getränk dazu? Ja, selbstverständlich, ich hab Durst. Lass mich raten, Sie wollen Wasser. Sprudelwasser. Ja, das war klar. So, Sie wollten doch auch noch Pommes, oder? Ja. Okay, kommt die hier bei Burger King, bei Ihnen sind ja am leckersten. Genau. Richtig schön knusprig. Hier sind Ihre Pommes. Wollen Sie dazu noch eine Soße? Mayo gerne. Der Patty kommt jetzt aufs Brötchen. So. Jetzt kommt der Salat drauf. Dann kommt da jetzt Mayonnaise drauf, Tomaten,
Oder eine. Zwei. So. Und jetzt die Kappe drauf. Und fertig ist der leckere Crispy Chicken. Hier. Danke, bitte. Habe ich dann jetzt alles? Also ein Fehler ist Ihnen unterlaufen, da sind ja nur zwei Stück drin. Ich müsste aber schon eigentlich sechs Chili Cheese Nuggets bekommen. Sie haben die restlichen hier aufgegessen. Nein, das stimmt gar nicht. Doch, na klar. Können Sie bitte wieder auffüllen? Ich habe einen Videobeweis. Na gut, dann vielen Dank für das leckere Menü und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hätte gerne noch ein King Meal. Okay, was wollen Sie denn? Ich hätte gerne die Chicken Nuggets. Die waren so gut, da muss ich sie nochmal bestellen. Sie waren vegetarisch. Hat aber trotzdem fleischig geschmeckt. Okay, so soll es ja auch sein. So, hier ist Ihr Menü. Danke. Gut, tschüss. Es läuft ja echt gut und Gott sei Dank sind bisher noch keine nervigen Kunden gekommen. Hallo, guten Hallo. Tag. Ich glaube, ich kenne Sie irgendwoher. Wieso? Ich bin das erste Mal beim Burger King. Heißen Sie nicht Justus? Woher kennen Sie meinen Namen? Tut mir leid, Sie haben ein lebenslanges Hausverbot. Aber warum? Ich war immer treu und freundlich war ich auch. Das ist ja eine Unverschämtheit hier. Okay, jetzt wird's nervig. Hallo, guten Tag. Hallo. Ihre Bestellung bitte. Was haben Sie denn hier so? Also, ich sehe hier Rebell Whopper. Genau. Was soll das sein? Ein Whopper. Ein Whopper ohne Fleisch. Ein Whopper ohne Fleisch. Ich dachte, das steht über 100% Beef hier. Und das soll ohne Fleisch sein. Dann nehme ich das. Mit Käse und Bacon. Okay, kriegen Sie sofort. Außerdem möchte ich noch... Was kann man denn noch so bestellen bei Ihnen? Onion Rings. Okay, das kriegen Sie. Und ein Chili Cheeseburger. Chili Cheeseburger. Und einen Kaffee. Kaffee? Wieso kommen Sie für Kaffee zu Burger King? Aber gerne. Was? Wollen Sie noch ein anderes Getränk haben? Kaffee, ja natürlich, mit Fanta. Fanta hätte ich auch gerne. Okay. Hier einmal den vegetarischen Patty rein und dann auch noch den Chili Cheese. Krasses Arsenal. Jetzt kommen die Onion Rings. Wie viele wollen Sie? Sechs Stück sind doch immer drin. Wissen Sie nicht, wie viele in Ihrer Packung drin sind? Wie lange arbeiten Sie denn schon hier? Einen ganzen Tag schon. So. Kriege ich keine Tüte? Doch, na, kriegen Sie eine Tüte. Das ist ja auch ein bisschen langsam. Ich dachte, das wäre Fast Food. Haben Sie doch auch schon bei McDonald's gesagt. Ich war noch nie hier. Ich habe eine Brille auf. Ach, stimmt. Ich sehe doch von hier aus, dass das Ding gleich verbrät. Ja, okay. Und jetzt vergessen Sie mein Bacon nicht auf meinen vegetarischen Burger. Ich weiß. Einmal umdrehen. Und wenn Sie noch länger warten, wird mein Kaffee kalt. Ja, das nenne ich mal knusprig, ne? Jetzt kommen auf beide. Wollen Sie auf beide Käse? Wenn es angebrannt ist, kriegt man Krebs, habe ich gehört. Ja, wollen Sie auf beide Käse? Ja, natürlich. Wer nimmt denn auf einen Burger keinen Käse? Der Kaffee. Bevor der Kaffee kalt wird. Sie können ihn mir da schon geben. Okay. Was hantieren Sie denn mit dem Käse? Außerdem gehört er jetzt schon längst drauf, der Käse. Dann machen Sie doch erst den Käse, sonst schmilzt er doch gar nicht mehr. Sie wissen, das hinter mir eine lange Schlange ist. Hm? So. Oh. Einmal Ketchup. Denken Sie daran,
Wie das letzte Mal. Ich wollte nicht so viele Zwiebeln. Ich muss noch arbeiten. Ja, habe ich nicht. So. Ordentlich von diesem Chili, bitte. Gut. Ich bin ein starker Mann. Ich vertrage das. Jetzt kommt der Große. Jetzt kommt der Ketchup drauf. Und dann ein wenig Mayonnaise. Bacon auf einem Veganer-Burger ist auch sehr, sehr speziell. Haben Sie gerade mit Ihren Fingern meinen Bacon an? Sie wollen doch, dass ich den esse, oder nicht? Ja, na klar. Haben Sie Ihre Hände gewaschen? Ja, na klar, mit ganz, ganz viel Seife und... Ja, das bringt ja nicht viel. Das müssen Sie ja auch lange einwirken lassen. So, jetzt kommen da noch zwei Gurken drauf. Eins. Zwei. Und jetzt kommt der... Sie hätten mich darauf hinweisen müssen, dass der Kaffee heiß wird. Jetzt habe ich mir fast die Hände verbrannt. In Amerika hätte ich jetzt 1 Million Euro dafür bekommen, dass ich mich verletzt hätte. Fast. Das kennt man ja. Da wird man mutwillig verletzt mit Kaffee. Außerdem, ich hätte gern noch Milch und Zucker. Meine Burger sind jetzt auch noch nicht fertig. Fast Food ist das hier wirklich nicht. Hier, Milch und Zucker. Ja, wie soll ich das bitte umrühren? Mit einem Löffel. Oder mit Ihrem Finger. Ich wusste, dass Sie nicht alles haben. Ich wusste es. Okay, wollten Sie tun nur so. Was? Ach, Sie wollen, ich hätte gerne einen Löffel. Außerdem hätte ich gerne meine Burger. Wo bleiben denn meine Burger? Hier ist ein Löffel. Und jetzt kommen die Burger. Bitte sagen Sie meiner Frau nichts davon, dass ich jetzt abends noch Kaffee trinke. Das. Die würde ganz schön sauer werden. Aber die Onion-Ringe sind schon kühl. Hier, guck mal, hier ist Ihr Burger und dafür habe ich mir sehr, sehr viel irgendwie fehlt hier ein Dip. Gibt es hier keinen Dip? Welchen Dip wollen Sie denn? Natürlich ein Curry-Dip. Wir wollen ja was anderes. Okay. Hier haben Sie einen Curry-Dip. Passen Sie aber gut auf, der schmeckt super lecker. Da ist doch was. Hier, gucken Sie mal. Das ist doch McDonald's. Aber ja? Sie heim nicht mit McDonald's zusammen. Na klar. Wir sind eigentlich gar keine Erzfeinde, sondern... Das ist jetzt der Rebel Burger, ja? Mit Bacon. So, Burger. Oh, das schmeckt gut. Ich wollte doch eine Fanta. Okay, trinken Sie sofort. Sofort ist ja hier... Stimmt ja gar nicht. Das dauert alles hier unendlich lang. Nee, unendlich nun auch wieder nicht. Da hat schon jemand abgebissen. Ich bin in 9. Nee, kriegen Sie nicht. Oh Gott. Ich hab zu schnell gegessen. Oh, ich nehme was trinken. Gut so. Ja. Hier. Oh Gott. Was ist das? Fanta. Ja, aber da ist kein Eis drin. Seit wann wird hier Fanta ausgeschenkt ohne Eis? Ich wusste, dass dir was faul ist. Seit Corona. Wegen Corona ist ja Eis. Na klar. Wissen Sie was? Ich werde hier nie wieder einkaufen ohne Geld. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Den Kaffee nehme ich auch mit. So. Tschüss. Gut, das war ja ein sehr, sehr gelungener Tag. Selbst mit dem nicht so netten Kunden. Wissen Sie was? Was denn? Ich bin's. Das haben Sie wohl nicht gedacht. Damit verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.